heute hier zu sein bei euch. Eine Hausgemeinde, was man nur selten hat. Offiziell seid ihr ja als Gruppe zusammen hier. Aber Gott sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Aber hier sind viele versammelt. Da will ich mitten unter euch sein. Ich denke mal, zwar die meisten kennen mich. Ich komme aus der Gemeinde Brühl. Bin dort aktiv. Meine Familie ist auch dort aktiv. Deswegen bin ich heute alleine gekommen. Ich hatte meine Familie gerne mitgebracht. Meine große Tochter macht heute zum zweiten Mal Kinderstunde, die Krabbelgruppe. Sie ist selber noch erst 13. Ne? Deswegen hat meine Frau auch gesagt, ich bleibe noch mal da und tue noch mal mithelfen, damit sie da reinkommt, ne, in diese ganzen Sachen, dass sie das kann. Aber ich bin froh, dass meine Familie auch so intensiv in der Gemeinde mitarbeitet. Und ich bin froh, dass ich heute bei euch sein kann. Ja, was nimmt man als Predigt, wenn man das erste Mal in eine Gemeinde kommt, fragt man sich immer wieder. Soll man was Einfaches nehmen, was Leichtes, was jeder versteht? Ich erlaube es mir mal, bei euch ein bisschen mit was Schwierigeren anzufangen. Aber das Thema ist trotzdem sehr grundlegend, was ich mir ausgesucht habe. Und das Schlimme ist, wenn wir wollen, können wir in der Bibel zu dem Thema verschiedene, manchmal auch entgegengesetzte Aussagen finden. Und das macht es ja immer so schwierig. Und da gibt es ja auch immer wieder Streitpunkte zwischen den Geschwistern, dass er sich über der eine den Standpunkt vertritt und der andere jenen Standpunkt. Und der eine den Text hervorhebt und der andere jenen. Und wir uns da nicht einig werden können. Und es Auseinandersetzungen gibt. Mein Thema, um das es mir sich heute geht, ist es die Erkenntnis Gottes. Was heißt es, Gott zu erkennen? Ist es möglich, Gott zu erkennen? Wie weit kann ein Mensch Gott erkennen? Und ist es überhaupt notwendig, darüber zu reden, welchen Einfluss hat die Erkenntnis auf Erlösung? Darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Wir werden auch sehr viel mit der Bibel arbeiten. Ist meine Lieblingsbeschäftigung dabei, dass jeder seine Bibel braucht, damit wir viele Texte nachlesen können. Das erste ist nicht direkt aus der Bibel, denn ich habe mir die Frage gestellt, erkennen Gott, erkennen. Welche Wort steht da im griechischen oder im hebräischen Grundtext? Und welche Bedeutung haben diese Worte? Das habe ich mir mal eins herausgesucht, mir mal die Mühe gemacht. Ich muss sagen, ich habe keine theologische Ausbildung, habe nie ein Seminar besucht und dergleichen, alles selber erarbeitet, habe dieses und jenen Kommentar und Bibelübersetzung mit Erläuterung und so weiter. Und an einer Bibelübersetzung bin ich auch überfündig geworden, weil hinten im Anhang sind die Begriffe, die hebräischen und griechischen Begriffe, beschrieben und erklärt. Also fangen wir mal an mit dem Hebräischen. Das Alte Testament ist ja dort geschrieben in dieser Sprache. Was ist das für ein Wort, was da steht, was im Deutschen mit Erkennen übersetzt wird? Und ich, wie gesagt, bin kein Theologe, habe nur ein paar Sachen so rausgefunden. Mir sind da zwei Begriffe aufgefallen, die im Hebräischen genommen werden. Das eine heißt Yada. Das heißt Erkenne. Und ich werde es gleich noch genauer beschreiben. Und das zweite ist Da'at. Ein theoretisches, ein intellektuelles Begreifen und Verstehen ist damit gemeint. Kommen wir aber mal zu Yada, diesen Begriff genauer zu definieren. Ich habe ja gesagt, ich habe eine gewisse Bibel, dort ist denn erklärt und da steht einiges geschrieben. Und ich lese jetzt vor. Es ist ein Kennen, Wissen, Vertrautsein, Erkennen, Erfahren, Verstehen,
merken, können bekannt sein, sich zeigen, erkennen lassen, verkündigen, belehren damit gemeint. Und es gibt noch eine weitere Erklärung, eine tiefere. Und ich möchte an dieser Stelle da noch mal auffordern, besonders genau jetzt hinzuhören, denn diesen Gedanken sollten wir die ganze Predigt über mit bewegen, wenn ich von Erkennen spreche. Das Wort Yada bezeichnet zunächst die den Menschen durch seine Sinne vermittelbare Wahrnehmung von Gegenständen und Sachverhalten. Ein Innewerden, Spüren, Gewahrwerden, Bemerken, bewusster Einsatz der Sinne, ein Nachforschen und Prüfen oder Überlegen führt dann zu einem Begreifen, Verstehen und Einsehen. Yada meint keinen rein abstrakten Denkakt, sondern spricht immer auch von einer ganzheitlichen Beteiligung, die die praktische Umsetzung und ein dem Erkennen angemessenes Handeln einschließt. Etwas zu kennen heißt, intensiv Anteil zu nehmen. Soweit die Definition dieses Begriffs aus dem Hebräischen heraus. Wir wissen ja, das Neue Testament ist bekanntlich in Griechisch geschrieben. Und da haben wir auch einige Begriffe. Ginosko ist wohl der Begriff, der am ehesten diesem Yada am nächsten kommt. Die Schreiber der Bibel haben diesen Begriff oft genutzt. Ein abgeleitetes Wort wird sicherlich der manche einer von euch schon gehört haben davon. Gnosis. Und dann gibt es noch ein weiteres Wort, das heißt Epigenosis. Ginosko, wie gesagt, beschreibt das am ehesten, aber hat noch nicht diese tiefe innige Ausstrahlung wie das hebräische Wort. Aber es kommt schon dem ziemlich nahe. Gnosis ist ein theoretisches Verstehen, ähnlich dem Da'at. Und Epignosis heißt so viel, ich habe was theoretisch begriffen und kann es auch in der Praxis anwenden. Diese Begriffe kommen in der Bibel vor, im Neuen Testament. Soweit erstmal die Grundlagen, damit wir wissen, worüber wir reden. Und wenn Gott von Erkennen spricht, meint er eigentlich dieses Yada, dieses tiefe, das ganze Erfassen mit dem ganzen Körper, Seele und Geist, mit allen Sinnen eine Sache wahrnehmen. Ja, wie wichtig ist es nun, Gott zu erkennen? Und da lasst uns mal die Bibel aufschlagen und wir lesen dort 4. Mose. 5. Mose. Und dann Kapitel 4. Fünften Mose 4 und wir lesen den Vers 39. Dort steht Folgendes. So sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr, der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Hier werden die Menschen aufgefordert, Gott zu erkennen, ihn wahrzunehmen und zu erkennen, dass er der einzigste Gott ist. Wie können wir Gott erkennen oder wodurch? Durch sein Wort und durch sein Gesetz haben wir die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Und deswegen lasst uns mal noch einen weiteren Text lesen, der uns das ein bisschen tiefer zeigt, und zwar Hosea Kapitel 4 und dort in Vers 6. Hosea 4, Vers 6. Dort steht, mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes, darum will ich auch deine Kinder vergessen.
Hiermit, mit Priester sein, ist das allgemeine Priestertum angesprochen, das jedem Israeliten galt. Nicht die speziellen Priester, die am Heiligtum dienten, sondern das gesamte Volk. Denn Gott hatte gesagt, in 2. Mose 19, Vers 6, du sollst ein Volk von Priestern, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das hatte eine Bedingung. Oder ihr werdet es sein, wenn ihr der Stimme eures Gottes gehorcht, wenn ihr seine Satzungen und Gebote haltet, dann werdet ihr dieses Volk sein. Hosea muss leider feststellen, dass es nicht mehr so ist. Sie sind nicht mehr Gottes Volk. Sie sind zu nichts mehr Nütze. Und was sagt Jesus? Über das Salz, das nichts mehr Nütze ist? Wenn das Salz nicht mehr Salz, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschütte und lässt es von den Leuten zertreten. Matthäus 5, Vers 13. Diese priesterliche Würde, die dem Volk Israel gegeben wurde, inklusive dieser Gesetzgebung, das war alles ja eine Einheit und gehörte zusammen. Und interessanterweise lesen wir hier bei Erkennen, da steht das Wort Da'at. Noch nicht mal ein theoretisches Verständnis von dem Wort Gottes ist mehr vorhanden im Volk. Noch nicht mal ein theoretisches Wissen über seine Satzung, Gebote ist mehr da. Geschweige denn, ja da, eine tiefe Erkenntnis. Wohl dem Land, wohl der Stadt, wohl der Gemeinde, wo es Leute gibt, in der Menschen sind, die eine tiefe Erkenntnis Gottes haben. Ansonsten trifft ihn auch dieses Urteil, wie es Hosea verkündigt hat. Und was wird heute in der Christenheit gelehrt? Das Gesetz Gottes ist nicht mehr notwendig. Das brauchen wir nicht. Da brauchen wir auch uns nicht mehr mit beschäftigen. Da brauchen wir auch keine Ahnung von haben. Und es wird als Fortschritt verkauft. Was haben wir eben gelesen? Die Unkenntnis vom Gesetz Gottes führt ins Verderben. Gott kann man eigentlich nur ganzheitlich begreifen, erkennen, wie wir es eben gesagt haben, dieses Yada. Und manch einen, der jetzt schon mitgekriegt hat, das Wort Gnosis, in manchen Bibelübersetzungen steht das auch wörtlich so drin. Lass uns mal aufschlagen, den Text. 1. Timotheus 6, Vers 20. Manche schreiben die deutsche Übersetzung Erkenntnis hin, erkennen, aber in manchen Bibelübersetzungen steht auch noch das Wort Gnosis. Da ist es nicht übersetzt worden. Dort steht, O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistlich lose Geschwätz, das Gesang der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Und wenn wir jetzt die Begriffsdefinition von Gnosis nehmen, ein theoretisches Bescheidwissen, ein intellektuelles Begriffen haben, als was wird es hier beschrieben? Als loses Geschwätz und Gesang. Und das ist auch das Problem. Menschen, die Gott nicht erkannt haben, was bleibt ihnen übrig, um in der Gemeinde mitzuhalten? Sie lesen das Wort Gottes, aber haben nicht diese tiefe Erfahrung oder Beziehung zu Gott gehabt. Und sie lesen im Wort Gottes und müssen sich ein Bild machen von Gott. Und das ist genau das Gegenteil von Erkennen. Und davor warnt uns auch das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von dem, was oben im Himmel, unten unter der Erde und noch ist. Wir sollen Gott erkennen. Wir sollen uns kein Bild und keine Vorstellung von ihm machen. Wir sollen eine Erfahrung mit ihm haben. Darauf möchte Gott hin.
arbeiten mit uns. Denn diese Erfahrung kann uns keiner nehmen. Diese Erfahrung zeigt uns, wie nah Gott ist, wie dicht er bei uns ist. Aber übrigens, aufgepasst, Erfahrung. Wir müssen unsere Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, auch am Worte Gottes prüfen. Wisst ihr, wie die charismatische Bewegung entstanden ist um 1900? Da haben sich in L.E. oder bei L.E. Christen zusammengesetzt und gebetet um die Gabe der Sprache. Sie haben mitbekommen, ihre Verwandten, damals waren die, lebten viele noch in Europa, sie kamen vor ein oder zwei Generationen erst in Amerika und merkten, bei uns ist der Glaube, ist noch Glauben vorhanden, in Deutschland, Europa ist er total abgeflacht. Wir wollen Missionare dorthin schicken, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und sie haben um die Gabe der Sprachen gebetet, dass sie, so wie in der Bibel steht, dass sie mit dem Mal, sie kommen dorthin und fangen an zu predigen in ihrer eigenen Sprache und alle verstehen die Leute in ihren Sprachen. Und mit diesem Vorsatz ist man losgegangen, so wie es auch in der Bibel steht mit der Sprachenbegabung. Und sie beteten und beteten und raus kam nachher dieses Geplapper, was wir heute kennen aus der charismatischen Bewegung. Und man hat sich eigentlich die Frage gestellt, ist das jetzt biblisch oder nicht? Und man hat hier eine falsche Entscheidung getroffen, indem man gesagt hat, oder so argumentiert, hingestellt hat, diese Erfahrung, dieses Geplapper über das gestellt hat, was die Bibel beschreibt und der Sprachengabe. Und so ist das, was wir aus der charismatischen, aus den Pfingstgemeinden kennen, diese Gebrabbel entstanden. Man hat die Erfahrung über das Wort Gottes gestellt. Eine fatale Entscheidung. Deswegen, wir lesen was im Wort Gottes, prüfen das, machen eine Erfahrung, müssen diese Erfahrung aber mit dem Wort Gottes wieder vergleichen, um zu sehen, ob wir dabei auf dem richtigen Weg sind. Deswegen haben wir festgestellt, Erkenntnis ist wichtig und wir brauchen sie. Und wir müssen dabei aufpassen, dass wir dabei immer in Beziehung zu Christus bleiben, immer wieder mit ihm in Verbindung sind, um zu sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Kommen wir zu meiner dritten Frage. Wie weit kann man Gott erkennen? Das ist eigentlich die Frage gewesen, die mich dazu animiert hat, diese Predigt zu schreiben. Ein Streitgespräch mit jemandem hatte dazu geführt, dass ich mir mal genauer darüber Gedanken gemacht habe, wie weit kann man Gott erkennen? Denn zu dieser Aussage gibt es ja scheinbar widersprüchliche Aussagen in der Heiligen Schrift. Und sind sicherlich alle diese Worte bekannt, die dort gesagt über die Größe und die Weisheit Gottes reden, dass zum Beispiel umso viel höher der Himmel ist als die Erde, Gottes Gedanken höher sind als die Gedanken der Menschen, Jesaja 58, Vers 3, oder dass die Erde nur der Schemel der Füße, für die Füße des Thrones Gottes sind. So viel größer ist Gott. Und ich muss erzählen aus meiner Erfahrung in der Kinderstunde, ich weiß nicht, wie weit euch es gegangen ist, die ihr schon von Kind dabei wart und in der Kinderstunde das miterlebt habt, wurde uns immer vorgesagt, Gott ist so riesengroß. Der passt gar nicht in diesen Raum. Ja, stimmt. Aber es wurde immer so ein Unterton gemacht dabei. So groß wie er ist, versuch ihn gar nicht erst zu verstehen. Du wirst es nie begreifen. Ist das wirklich so? Und ein weiterer Bibeltext. Ja, wir sollten gleich mal lesen. Römer 11, Vers 33. Da sagt Paulus auch was dazu.
Römer 11, Vers 33. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Hier wird auch davon gesprochen, von der Größe Gottes. Angesichts solcher Tatsachen stellt auch Zofa von Naama an Hiob folgende Frage. Meinst du, dass du weißt, was Gott weiß? Oder kannst du alles so vollkommen treffen wie der Allmächtige? Wenn wir die Frage beantworten wollten, müssten wir kleinlaut beigeben, nein, wir können es nicht. Aber lasst uns mal diese Sachen alle genauer unter die Lupe nehmen. Erstens, ich fange mit Zofa von Naama an. Einer der drei Freunde Hiobs hält eine Rede. Und hier gebe ich euch eine Hausaufgabe mit. Lest euch mal das ganze 11. Kapitel durch. Und da werdet ihr merken, dass diese Frage rhetorisch gemeint ist. Er will damit Hiob das Mundwerk stopfen, ihn zur Ruhe bringen und ihm seine angeblichen Auflehnung gegen Gott zurechtweisen in seiner angeblichen Auflehnung vor Gott. Diese Frage ist rhetorisch gemeint. Und wenn wir Gottes Urteil zu den Aussagen noch betrachten, in Hiob 42, Vers 7 heißt es, sie haben nicht recht geredet, die drei Freunde Hiobs. Ihre Reden waren nicht richtig, die waren nicht zielführend, die waren nicht gut für Hiob. Gucken wir uns mal an, das mit Jesaja 55, wo es dann heißt, dass so viel die Wolken höher sind als die Erde, Gottes Gedanken höher sind als die Erde. Wenn wir uns anschauen, schlagen mal auf, ich habe es selber hier nicht drin, genau aufgeschrieben, aber deswegen muss ich mit aufschlagen, Jesaja 55. Jesaja. Vers 8 und 9 lesen wir. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Aber an wen richtet er das? Lesen wir mal ab Vers 6 davor. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seine Wege und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich ihm erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und dann kommt die Aussage, die wir vorgelesen haben. Die Aussage ist an die Menschen gerichtet, die gottlos handeln, die ihre eigenen Wege gehen. Für diese Menschen ist es unmöglich, Gott so zu erkennen. Für die ist Gottes Handeln entsprechend viel höher, wie in diesem Bild beschrieben, wie die Wolken von der Erde entfernt sind, so viel ist Gott von den Menschen entfernt. Und diese Kluft ist auch nicht zu überbrücken. Wir hatten eben gerade Römer gelesen, was Paulus ausgesprochen hat. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Und wenn wir uns hier den Kontext anschauen, sehen wir genau, dass er an dieser Stelle, gerade weil er was verstanden hat, er hatte gerade eine theologische Erkenntnis formuliert, wenn man das Verse davor liest. Deswegen kommt er jetzt zu dieser Aussage und sagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Und sagt, wie unerforschlich sind Gottes Wege. Wie ist nun mal aber Paulus zu solch einer Erkenntnis gelangt? Wir wissen, der Mensch von sich aus kann es nicht selber tun. Lasst uns mal aufschlagen. 1. Korinther 2.
1. Korinther 2 und wir lesen den Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und wir sollten uns auch hier, gebe ich euch die Hausaufgabe mit, dieses zweite Kapitel mal genauer durchlesen. Da wird das im Detail auseinandergenommen, wie dieses funktioniert. Hier wird davon gesprochen, dass wir die Tiefen der Gottheit erkennen können. Ich stelle mir dabei die Frage, wie tief ist tief? Lasst uns mal weiter gucken. Ein Finger lasst am besten im Korinther drinne und wir blättern weiter und schlagen mal auf Epheser 3, Vers 18. Zum Korinther werden wir nochmal zurückkommen. Vers 18. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe, aha, da haben wir wieder den Begriff Tiefe, die vierte Dimension, das, was außerhalb des menschlichen Verständnisses liegt, ist, und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der halben Gottesfülle. Der Ganzen, ne? Das ganze Maß, die volle Gottesfülle können wir bekommen. Alles. Eine fundamentale Erkenntnis. Und solch eine Sache sollte unter zweier oder dreierlei Zeugen beschlossen werden. Auch das Wort Gottes sollten wir so behandeln. Und deswegen lasst uns auch noch Epheser 4, Vers 13 lesen. Epheser 4, Vers 13, eine Seite weiter. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollen Maß, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Was ist das volle Maß der Fülle Christi? Wir klappen wieder zurück zum Korinther, 1. Korinther 2, und lesen dort den Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und was ist uns von Gott geschenkt? Liebe Geschwister, dieses Buch, die Bibel, ist uns von Gott geschenkt. Darin ist alles enthalten, was diese Fülle Christi ausmacht. Natürlich. Gott ist mehr, als hier drin steht. Aber das ist für uns uninteressant. Manch einer meint, damit argumentieren zu können und sagt dann, ja, das ist ja schon gut und schön und richtig, aber Gott ist ja weitaus mehr. Stimmt, Gott ist weitaus mehr. Aber für uns ist dieses Wort gegeben. Und das sind für uns 100%. Das ist das, was ein Mensch von Gott verstehen kann. Zusammengefasst zu der Frage, entschuldigt, wie weit kann man Gott erkennen, ist, dieses Buch ist der Maßstab, das, was ein Mensch maximal von Gott erkennen kann. Komme ich zur letzten Frage. Es hätte jetzt keinen Sinn, darüber zu reden, über die Erkenntnis Gottes, wenn das nicht vielleicht irgendwo auch einen Zusammenhang mit unserer Erlösung hat. Und da stellt sich manch einer jetzt vielleicht die Frage, ja, wenn das jetzt doch einen Zusammenhang mit der Erlösung hat. Also ich habe von diesem Wort hier nur ein klein bisschen verstanden.
entschuldigt, mir geht es auch so. Bin ich denn überhaupt erlöst? Oder vielleicht, es gibt Menschen, die nie eine Bibel in der Hand gehabt haben, aber auch noch nicht mal davon gewusst haben, dass es eine Bibel gibt. Haben die keine Chance auf Erlösung? Lasst uns mal das Wort Gottes dazu betrachten. Wir schlagen auf Römer 1 und verlesen ab Vers 18. Römer 1 ab Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und jetzt kommt's. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Worin? Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Hier wird davon gesprochen, dass man Gott aus der Schöpfung heraus erkennen kann. Unabhängig, ob man jemals eine Bibel besessen hat oder überhaupt von der Existenz einer Bibel weiß. Und vielleicht begreift ihr jetzt, warum es so wichtig ist für Satan, dass es eine Evolution gibt. Damit der Mensch ja nicht auf die Idee kommt, nachzudenken, über die Schöpfung nachzudenken, dass da vielleicht was anderes hinterstecken könnte als ein Zufallsprinzip. Und damit die Menschen auch nicht nochmal die Natur betrachten, die natürlichen Sachen, ziehen Menschen heutzutage, verlassen das Land und ziehen in den großen Städten. Sie leben in den Slums, am Rand der Stadt, wo es nur Schmutz und Dreck gibt und keine Natur. Wenn sie ein bisschen weiter reinkommen, erleben sie Betonklötze, zugebaut bis zum Himmel. Natürlich, die Elite hat ein bisschen mehr Luxus, aber diese Natur, die sie sich gönnen, ist eine genetisch verändert, eine künstliche hergestellte Natur, die sie umgibt. So, dass der Mensch gar nicht dazu kommt, nachzudenken über Gott. Dass dahinter, hinter dieser Schöpfung ein Gott stehen könnte. Deswegen schreit es hinaus. Es gibt einen Schöpfergott, der in einer Woche Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Ob die Leute es hören wollen oder nicht, fordert sie auf, diesen Gott anzubeten. Wir merken jetzt die erste Engelsbotschaft. Und es ist nicht von ungefähr, dass die dreifache Engelsbotschaft mit der Aufforderung zur Anbetung der Schöpfer Gottes beginnt. Denn das ist das, was jedem Menschen möglich ist. Kommen wir zum Erkennbaren zurück. Ich habe eben ein Mindestmaß definiert. Bin ich damit schon gerettet, wenn ich Gott aus der Schöpfung erkenne? Lassen wir mal Paulus weiterreden. Römer Kapitel 2. Vers 26 und 27. Wenn nun der Beschnittene hält, was nach dem Gesetz recht ist, meinst du nicht, dass dann der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? Und so wird der, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und die Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittst. Hier werden Menschen beschrieben, die nichts von dem Gesetz, von der Beschneidung wussten, also in unsere heutige Situation übertragen, nichts von der Bibel, nichts von der Erlösung wussten und sie werden richten. Und sie haben trotzdem das Gesetz gehalten. Wie kamen sie denn dazu, dieses Gesetz zu halten?
lesen wir im gleichen Kapitel die Verse 14 und 15. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch ihre Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Gott hat jedem Menschen ein moralisches Empfinden gegeben, dass er moralische Prinzipien erkennen kann und durch sein Gewissen beurteilen. Wir haben vorhin gelesen, sie werden richten über diejenigen, die das Gesetz kannten, aber es nicht befolgten. Matthias, was redest du hier für einen Blödsinn? Brauchen wir gar nicht die Bibel, das ganze Zeug, wo wir uns jeden Tag drum kümmern? Wir haben vorhin das Bibelgespräch gehabt, dann können wir uns das ja sparen. Ich dachte manchmal auch so bei mir, naja, mindestens sollte jeder die Aussage treffen können, wie Hiob sie tat. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das sollte doch zumindest jeder verstanden haben, um erlöst zu werden. Ich möchte jetzt anhand von zwei Personen aus der Bibel mal erklären, worauf ich hinaus möchte. Entschuldigt. Und zwar zwei Personen, die das Gebot nicht gehalten haben und deswegen verstoßen worden sind. Und sie sind auch sehr unterschiedlich gewesen und sie hatten auch unterschiedliche Gebote bekommen. Und zwar Kain und Belsazar. Kain brachte ein falsches Opfer dar, obwohl er Gottes Vorschriften hinsichtlich dieses Opfers kannte. Denn wir lesen von Abel, und da können wir mal nachschlagen, 1. Mose 4, Vers 4. Dort heißt es, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Erstlinge, Fett. Woher wusste er das? Das wird ja erst im dritten Buch Mose niedergeschrieben. Lesen Sie ein bisschen davor, ein Kapitel davor, 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weib Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Um diese Felle zu machen, mussten Tiere sterben. Das erste Opfer wurde dargebracht. Und das hat Gott sicherlich nicht wortlos getan, sondern er hat ihnen auch gleichzeitig erklärt, wie sie das machen sollen. So dass Abel es später nachher auch richtig machen konnte und es richtig gemacht hatte. Und Kain hat es auch gewusst, wie es richtig geht. Aber er hat was anderes dargebracht. Gehen wir zu Belsazar. Daniel 5, Vers 22. Daniel 5, Vers 22 und 23. Du aber, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du dies alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Es wird gesagt, er wusste alles. Seine Aufgabe war es, und was er gelernt hat von seinem Großvater Nebukadnezar, selbst ein Herrscher, und auch ein Herrscher eines solchen Reiches wie Babylon, das damals die Weltmacht Nummer 1 war, muss sich vor Gott demütigen.
Das hat Nebukadnezar gelernt. Zwar auch mit sehr viel Nachdruck musste dort Gott arbeiten. Und er wurde sehr gedemütigt, indem er 7 Jahre wie das Vieh lebte. Und dann erkannte, dass er sich auch vor Gott demütigen muss. Aber er hat es getan. Und Belsatzer wusste das, dass er sich auch vor Gott demütigen sollte. Und er hat es nicht getan. Worauf will ich hinaus? Wir haben jetzt hier 2 Leute, Kain und Belsatzer. Beide wussten was von Gott. Es waren aber unterschiedliche Sachen, die sie wussten. Und sie haben es nicht getan, der eine nicht und der andere nicht. Und deswegen sind sie verloren gegangen. Es geht nicht darum, dass ich viele Dinge weiß, sondern das, was ich von Gott erkannt habe, wie wird das in meinem Leben Praxis sichtbar? Das, was ich von Gott verstanden habe, wie wird das in meinem Leben sichtbar? Darum geht es. Natürlich gibt es dann wieder ganz schlaue Leute, die sind dann der Meinung und sagen, naja, wenn ich denn allzu viel mich mit Gott beschäftige und zu viel erkannt habe, muss ich auch sehr viel machen, in der Praxis umsetzen. Tue ich doch lieber nur ein bisschen von Gott lernen, nur ein bisschen hier aus der Bibel lernen. Leider, das sind keine Kinder da, dann hätte ich heute am Anfang eine Kindergeschichte erzählt. Aber ich werde sie für euch mal kurz zusammenfassen. Missionare waren in China unterwegs, noch in vorkommunistischer Zeit, aber es war trotzdem sehr schwer, dort Bibeln zu verteilen. Und sie gingen da von Stadt zu Stadt, kamen auch in eine kleine Stadt und dort begegneten sie Menschen, die sagten, oh, bei uns wohnt ein Bauer da oben in den Bergen. Der erzählt auch immer von Jesus Christus. Okay. Ja, wir können euch mal hinführen, euch Missionare, dass ihr ihn kennenlernt. Sie sind hingegangen und haben gesehen, als sie dort ankamen, alles sehr sauber, sehr ordentlich, sehr freundlich und aufgeräumt. China ist ja nicht so sehr für seine Hygiene bekannt. Die Kultur bringt es so mit sich, dass man da eher ein bisschen lotterig mit umgeht. Und sie sahen, dass das diese Ordnung, die der Mann da hatte. Ne? Und sie kommen zu ihm hin und sagen, du weißt von Jesus Christus? Ja, guck mal Leute, ich habe hier, und er hat eine dünne Broschüre in der Hand gehabt und gesagt, das habe ich, ein Markus-Evangelium hat er gehabt. Und dieses hat er sehr gepflegt und gehegt. Es war zwar schon sehr zerlesen, weil er sehr viel da drin gearbeitet hat, aber er hat sehr darauf gehütet. Das war sein ganzer Schatz, den er gehabt hatte. Als nun die Missionare kamen, boten sie ihm eine Bibel an. Und er freute sich, jetzt das ganze Wort Gottes studieren zu können. Er hatte nur dieses Markus-Evangelium. Und jetzt war er begeistert, sich weiter mit Gott beschäftigen zu können. Wie wäre es ausgegangen, wenn er gesagt hätte, na, meine lieben Freunde, es tut mir leid, ich habe hier ein Markus-Evangelium, das reicht mir. Für euch, die ihr verheiratet seid, habe ich jetzt einen etwas makabre Denkansatz, bitte. Verzeiht mir diesen Ansatz. Stellt euch vor, euer Ehepartner kommt eines Tages zu euch und sagt, das, was ich von dir weiß, das reicht mir. Ich habe genug von dir gehört. Das Ende der Beziehung. Es ist Schluss, aus, vorbei. Wenn du sagst, das reicht mir, dann ist Schluss. Und genauso ist es bei Gott. Ich habe was verstanden, erkannt. Und wenn ich sage, okay, das reicht, dann ist Schluss, dann geht es nicht weiter. Aber Gott möchte, dass wir uns weiter mit seinem Wort beschäftigen, damit wir wachsen drin. Und noch einen letzten Gedanken, denn es ist für heute Schluss, ist,
Wir lesen mal Daniel 12, Vers 4. Und ich lese es jetzt nach der Schlachter Bibel, denn die gibt es am besten wieder. Daniel 12, Vers 4. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Es wird davon gesprochen, dass in der Zeit des Endes die Erkenntnis zunimmt, dass Menschen im Wort forschen und dass sie die Fülle des Wortes Gottes verstehen werden. Gott hat damit auch einen Plan. Er möchte gerne erreichen, dass zur Zeit des Endes, am Ende, Menschen wieder die Fülle des Wortes Gottes haben. So wie damals, als die christliche Gemeinde anfing zu Pfingsten, wo die Fülle des Heiligen Geistes, die Fülle ausgegossen wurde, soll es auch am Ende der Zeit wieder so sein, dass die Fülle wieder dort ist. Und dieses gilt im großen Rahmen für die Gemeinde und aber auch für jeden persönlich, dass jeder persönlich wächst und dieses Prinzip in ihm wahr wird, dass er eine Beziehung zu Jesus Christus aufbaut, die immer tiefer und inniger wird, in der man immer mehr in der Erkenntnis Gottes wächst. Es gab vor Zeiten Menschen, die hatten nur ein Blatt der Bibel gehabt und mehr hatten sie nicht. Und sie haben es gehütet wie ihren Augapfel. Und sie sind, so ich hoffe, doch erlöst. Sie haben das, was sie hatten, angenommen. Und es braucht keiner jetzt zu behaupten, naja, weil der, dem das gereicht hat, brauche ich auch nicht mehr. Du hast die Möglichkeit, mehr zu verstehen. Du hast von einer Heiligtumslehre gehört. Du weißt was vom Geist der Weissagung. Du kennst den Sabbat. Du hast auch von den Auslegungen der Prophetien gehört, der Offenbarung. Wollen wir das stiefmütterlich behandeln? Weil wir meinen, das ist nicht so wichtig. Du meinst vielleicht, naja, wenn das alles so geschieht, wie da in der Offenbarung steht, dann wird Jesus mir schon sagen, was ich zu tun habe. Nein, es ist schon niedergeschrieben. Es steht schon in der Offenbarung drin. Es steht nicht nur das drin in der Offenbarung, was alles Großes, Schreckliches auf uns zukommt. Es ist auch der Weg der Gemeinde Gottes beschrieben, wie Gott seine Gemeinde durch diese Zeit führt. Und studiere und du wirst herausfinden, wie er dich retten wird. Und falls es nicht ausreicht, kann es sein, dass er dir, wenn du das beachtet hast, was in der Bibel steht, dir darüber hinaus noch persönliche Erkenntnis und Erfahrung schenkt und Führung, wie du durch diese Zeit kommen sollst. Du meinst, du bist nicht intelligent genug, dieses alles zu fassen. Bitte Gott, der da gerne gibt, reichlich. Schwester Weid, eine einfache Person mit einer geringen Schulbildung. Vierte Klasse, fing sie noch an nachher irgendwann mal, aber sie musste abbrechen, weil durch diese neurologische Beeinträchtigung, die sie erhalten hatte, durch den Stein, den sie genau auf die Schläfe gekriegt hat, war sie ja neurologisch beeinträchtigt und konnte noch nicht mal die Schule weitermachen. Und lies ihre Bücher. Lies, was für eine Weisheit, was für eine Tiefe da drin steckt. Lasst mich nochmal zusammenfassen alles. Wenn die Bibel von der Erkenntnis spricht, von der Erkenntnis Gottes spricht, meint sie ein ganzheitliches Erfassen Gottes. Wir können Gott mit der Hilfe des Heiligen Geistes verstehen. Und das, was wir verstehen können, ist in diesem Buch der Bibel niedergeschrieben. Es ist wichtiger, dass wir das, was wir erkannt haben in unserem Leben,
Praxis werden lassen. Und doch hat Gott für seine Gemeinde die Fülle bereit, hält er sie bereit. Und er möchte diese ganze Fülle ausgießen. Wir leben in einer Zeit, in der dies geschehen kann. Bitten wir Gott, dass er uns Kraft, Weisheit und Gelingen schenkt, seine hohe Berufung gerecht zu werden. Amen.